Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, Samstagnachmittag und wir gehen jetzt gleich zu unserer Baustelle. Ich glaube, man sieht sie schon im Hintergrund, wo der Chang arbeitet. Die sind ganz gut vorangekommen und ich glaube, morgen können die dann schon die Platten aufs Dach tun. Die Platten wurden auch heute geliefert, die Abdeckplatten. Also sieht alles gut aus. Und ja, vielleicht fängt der Chang später noch ein paar Fische für sich oder so, wenn er möchte. Ja, aber ich sag, schauen wir uns das einfach mal an, ne? Okay. Hallo. Ja. Wir gehen gleich hin. Nur. So, das ist... Unsere Hunde sind auch dabei. Man sieht, das Gras ist sehr hoch. Noch gemäht. Das ist der Kang. Und meine Frau. Der bringt da was zu trinken. Jetzt weiß ich nicht, ist das mein Kaffee oder der Tee von meiner Frau. It's coffee or tea, Schatzi? Coffee. Ah, I'll have to taste. Also das ist jetzt der Frappé, Leute. Der zeige ich mal, sieht ganz gut aus. Also der Kaffee schon mal, der normale Kaffee habe ich getrunken, ist sehr gut. Und der Frappé, ja, kann sich sehen lassen. Und vom Preis her. Da setze ich mich doch nochmal. Hey, die Hunde auch schon alle da. Also vom Preis her, how much? How much him sell in the street? 40 baht. 40 baht? About. Ja, das ist Mumu. Willst du Kaffee? Also Leute, für 40 baht. Und der Kaffee, wie gesagt, ist gut. Ist jetzt so dieser, ja, Frappé oder wie sagt man da, gemixt mit. Aber sehr gut, sehr lecker. Echt, echt super. Also. And big. Und auch große. Groß. Ja, Gläser. Ist ja nicht Glas, ist Plastik-Dings da so irgendwas. Aber gut, die werden alle so verkauft, Leute, hier in Thailand. Aber sieht gut aus und schmeckt gut. Okay. Ich gebe ihn mal meiner Frau zum Halten. Und ich schaue mir jetzt mal an, was der Chang so macht. Von hier sieht man wenig, deshalb müssen wir nah rangehen. Also das Wasser, der Teich wie immer. Da kann man jetzt die restlichen Fische rausholen, das ist kein Problem. Ich glaube, sogar die Hunde fischen da ein bisschen. Unsere Mangkut sowieso. Wenn es ums Fressen geht, ist sie überall dabei. So Leute, also man sieht, das Dach, das Gerüst steht ja eigentlich schon. Ne? Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Ist richtig groß geworden, aber gut, warum eigentlich nicht? Da hat man Platz, da hat man die Liegefläche und kann einen Tisch hin tun und ist richtig, ja, Hängematte aufhängen und Tische, Stühle, wie gesagt, das ist okay so. Sieht alles jetzt ein bisschen komisch aus, weil der Teich ja leer ist, nicht? Aber wenn der Teich voll ist, so, das ist jetzt von der Seite, nochmal von hier, ja, alle Achtung, die sind gut vorangekommen, die Jungs, Leute. Das Wetter hat auch mitgespielt, also es hat nicht geregnet. Und jetzt nochmal, die haben heute die Platten geliefert. So sehen die aus. Ne? Und wie ich schon sagte, für das kleine Nasendach da vorne oder wie man das nennt, was dann so ein bisschen schräg wieder runter geht, haben die die auch schon geschnitten. Ne? So. Und das sind die großen. Ja. Und das sind überall dabei, sobald die mich sehen, die ganze Meute hier. Also, schauen wir uns das nochmal aus der Nähe an. Ist jetzt, wie gesagt, mit Holz.
Direkt, ja. Also das, man kann Metall. Hey! Hey! Die wollen schon wieder raufen. Und wir haben gesagt, wir machen das mit Holz. Weil ich mag Holz und hier neben dem Gästebungalow, der ja auch aus Holz ist, passt das einfach. Hey! So Leute, also man sieht es sehr, sehr groß. Die Hälfte für die Liegefläche, die andere Hälfte, wie ich schon sagte, da kommt ein Tisch rein und so. Ja. Hey, alle sechs sind sie da jetzt. Hey! Ja, also sehr stabil gemacht. Da kann man nicht sagen. Einmal mal das Holz hier an. Richtig. Ja. Also das hält ewig, Leute. Dieses thailändische Hartholz, das ist schon gut. Das ist besser als dieses Metall, was man da kriegt. Finde ich. Meine Frau will immer alles aus Metall machen. Ich sage, nee, Holz ist besser. Und ja. Sieht alles gut aus. Das ist nochmal meine Frau und mein Kaffee. Schatzi, take care, my coffee, ne? Not drinking, only hold. Hey! Ja, Leute, gut, dass wir das Holz gehabt haben, ne? Und ist teilweise auch noch vom alten Kuhstall und so, also das ist unverwüstlich. Im schlimmsten Fall können wir es noch mal nachher so mit diesen Chemikalien einlassen, dass das Ungeziefer fern bleibt. Aber haben wir schon früher gemacht, das heißt, es ist eigentlich geschützt. Ach so, das ist jetzt das Nasendach, Leute, was ich euch gesagt habe. Also das kommt ja jetzt... Ich sage immer Nasendach, weil es mir wie eine Nase vorkommt. Ich weiß nicht, wie man es, Vordach oder wie immer. Also das ist jetzt das eigentliche Dach. Und da vorne machen wir jetzt nochmal so. Also man sieht, dass die nochmal schräg runterkommen. Und da hat man einfach mehr Schatten, denn die Sonne geht ja praktisch jetzt auf meiner rechten Seite auf und geht dann hier runter. Und wenn das nicht so ist, dann hat man praktisch am Nachmittag schon die Sonne auf der Liegefläche. Deshalb habe ich das gemacht. Ja, also deshalb sind dann die kleinen Abdeckplatten da. Also was heißt kleine? Die haben sie ja kleiner geschnitten. So. Mal ein bisschen aus der Ferne, aber gut, er hat jetzt ein Gerüst, das ein Metallgerüst, damit er arbeiten kann. Wenn das weg ist, sieht man es natürlich noch mal besser. Und wenn die Platten oben sind, sieht das Ganze noch mal anders aus. Ne? Aber alles in allem, mir gefällt es, Leute. Ich bin froh, dass ich es so groß gemacht habe und nicht so im Kleinen. Das wäre wiederum so ein bisschen, also das ist jetzt so richtig, ja, Schatten. Und schützt auch vom Regen, neben dem Teich. Das hat einfach so gebraucht. Ne? Okay. Und dann das Ganze hier, neben dem Gästehaus, ganze Terrain hier, das wird dann auch noch erstmal natürlich das Gras gemäht. Und was wir dann hier machen, schauen wir mal, das bleibt erstmal so. Aber irgendwann wird hier auch was gemacht, da wo die Bambushütten waren. Also ich habe ja zwei Bambushütten gehabt. Eine hier so schön rund. Und dann hier nochmal war die Küche im Außenbereich. Das hat vier oder fast fünf Jahre gehalten. Aber das war's dann. Die Bambus, kann ich nur sagen, sehr schön, aber der muss immer wieder erneuert werden. Man muss damit rechnen, nach vier oder fünf Jahren
ist der Bambus hinüber. Es sei denn, man hat ganz spezielle Art und behandelt und was weiß ich. Aber der normale Bambus in der Regel hält er nicht länger. Ja, schauen wir noch mal kurz unsere Tava an. Die ist ganz okay. Hat hier jede Menge Platz. Hat sie heute drinnen hier gehabt. Ab und zu lässt er sie auch raus. Ja, soweit auch alles okay. Mal schauen, da hat er die Materialien von hier genommen. Ist immer noch Holz da. Der Rest, wie gesagt, wird dann für den Kuhstall verwendet, was der Kang da irgendwann da hinten macht oder machen lässt. Und da haben wir auch die Abdeckplatten noch, die alten. Also die Materialien wären eigentlich da, ne? Und müssen schon auch weg von hier, damit er auch richtig den Rasen, das Gras mähen kann. Ne? Man sieht ja, das wächst und wächst. Ist richtig hoch. Hier ist eine Kokospalme, die abgestorben ist. Ja, also mindestens 10 sind kaputt. Und den Rest kann man dann nach der Regenzeit, was da noch nicht vertrocknet ist und was hinüber ist, wird dann richtig aufgeräumt. Da scheint noch mal eine kaputt zu sein, ja. Na gut, wenn ich ein paar retten kann, das ist es auch okay, Leute. Für unseren Gebrauch so, ja, die ist auch vertrocknet. Und dann die hier sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, muss halt noch mal gegen den Palmrüssler sprühen irgendwann. Und ja, ob man den ganz wegkriegt, ich weiß nicht. Das hat ganz gut ausgesehen am Anfang, wie ich gesprüht habe. Und dann irgendwann war aber war ich plötzlich wieder da. Ne? Ja. Ja, soweit, so gut. Also, die Baustelle, die kommt gut voran und ich bin zufrieden, wie das aussieht, Leute. Ich bin begeistert. Ich kann mir das schon so vorstellen, wenn es fertig ist mit der Liegefläche da, neben der Tisch und ein kleines Floß oder Boot im Teich dann, neben der Treppe. Ja. Hey, Mumu. Ja, das ist unser Mumu. Ja, Leute, und das ist unser Chang. Wie ich schon sagte, ein sehr zuverlässiger Mann. Ich möchte keinen anderen haben, weil der Mann, der kann was und ist ganz okay. Der hat so viel schon für uns hier gearbeitet und alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und das sagt schon was, weil ich bin da, was Arbeit angeht, schon ein bisschen kritisch auch. Muss man auch hier in Thailand. Das sind, ja. So, da hat jetzt meine Frau einen Kakao, irgendwas, ja. Das ist mein Kaffee. Mal abnehmen. Und die hat jetzt irgendeinen Kakao mit Eis oder so, ja. Muss ich auch mal probieren. Aroi, Schatzi. Aroi, okay. Okay. Wo sind die Kleinen? Naja, die sind da spielen irgendwo. Okay, lassen wir die einfach. Schatzi, holt. Ah, Leute. Ist ein bisschen schwierig mit dem Nasendach, das hat er gleich gesagt. Das ist dann zusätzliche Arbeit praktisch für ihn. Aber ich wollte es so, das ist sinnvoll. Denn wenn die Sonne da untergeht, wie ich schon sagte, dann hat man irgendwann keinen Schatten mehr hier auf der Liegefläche. Und das ist da nichts. Okay. Also das ist schon notwendig und das sieht dann auch besser aus, finde ich, wenn da so ein bisschen ein Dach so ein bisschen wieder runter. Ja. Da
Okay. Ja, dann die Reisfelder. Man sieht es hier oder man sieht es vielleicht auch nicht so, weil ich bin zu weit entfernt. Es ist alles schön grün, aber es ist auch viel Gras im Reis. Und deshalb, ja, vermutlich tun die Leute ihn dann einfach mal alles abmähen und dann wächst er ja wieder. Und so haben die vor Jahren immer wieder gemacht, wenn zu viel Gras im Reis war. Wenn der geflutet wäre, wäre das natürlich nicht. Dann hätten wir nur den Reis. Unser Feld, da sieht sehr schön aus, werde ich in ein paar Tagen noch mal zeigen. Also der Reis ist sehr schön gewachsen. Okay. So Leute, also man sieht unsere Baustelle. Ich sage es nochmal, die kommen sehr gut voran und es sieht alles sehr gut aus. Die Leute arbeiten, der Matthias trinkt Kaffee. Sehr gute Kaffee. Und ja, das war's dann wieder mal für heute. Vielleicht gehen wir noch später zum Kang seinem Straßenverkauf da. Mal sehen, ob die jetzt das Zeug rausgeholt haben, damit er da endlich anfangen kann, ein bisschen aufzuräumen und sich da einrichten. Weil heute ist schon Samstag und nächste Woche wird er ja loslegen, nicht? Okay, das war's dann für heute. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss. Oh,